Hallo liebe Videofreunde, herzlich willkommen zu unserem Fazitvideo der Trockentrenntoilette. Wundert euch bitte nicht, es werden jetzt ein bisschen verschiedene Einstellungen sein, weil ich einen Teil heute jetzt noch drehe, weil ich gemerkt habe, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Als ich das gezeigt habe, war nur mein Kopf zu sehen. Michael hat die Kamera nicht so ganz optimal gehalten und von daher war nur mein Kopf zu sehen und nicht die Toilette. Also drehe ich das jetzt nochmal. Deswegen gibt es verschiedene Einstellungen. Das Originalvideo ist schon 3 Wochen alt. Aber durch die gegebenen Umstände war mir einfach überhaupt nicht danach, ein Toilettenvideo zu zeigen. Aber da sich ja die Lage nicht verbessert hat und man auch gar nicht weiß, wie lange das noch geht, möchte ich das jetzt gerne zeigen. Sonst ist es eigentlich irgendwann dann nicht mehr zeigbar. Und von daher haben wir uns entschieden, das jetzt doch zu zeigen, zumal wir ja auch übermorgen in Urlaub fahren. Und das möchte ich gerne vorher noch erledigt haben. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, fragt. Wir beantworten sie euch gerne. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder, wenn es bei uns losgeht. Da müssen wir natürlich dann auch schauen, inwiefern wir Verbindung haben, WLAN haben, wo wir mal was hochladen können. Das wird nicht so ganz einfach sein. Da müssen wir erstmal uns auch schlau machen, da in Schweden, wie wir das am besten lösen. Und es kann ein bisschen dauern, aber ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Und von daher unter Living and Travel. Und dann könnt ihr euch auch dort immer so ein paar Tagesbilder holen, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Ne? Also ihr Lieben, wir sehen uns bald, wir freuen uns jetzt und jetzt geht's erstmal mit dem Fazitvideo weiter. Ja, also heute wollen wir mal über die Trockentrenntoilette sprechen. Von den 10 Tagen, die ich jetzt unterwegs war, habe ich ein paar Erfahrungen sammeln können. Und ich habe auch noch mal mit Airhead telefoniert und festgestellt, dass ich auch einige Fehler gemacht habe. Ja, deswegen will ich da mit euch mal drüber sprechen. Was heißt einige Fehler? Einen Fehler habe ich gemacht. So, also. Zum einen wusste ich das gar nicht. Wir hatten ja so einen Papierstapel dazu bekommen. Und das sind so Einlagen. Und diese Einlagen, die kann man halt in die Toilette reinlegen und kann praktisch daran sein Geschäft verrichten und dann macht man die Klappe auf und dann sollte das Ding runterrutschen und dann hat man keine beschmutzte Fläche. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das halte ich für eine sehr gute Idee. Was natürlich passiert ist, dass die dann vielleicht etwas voller ist, sagte die Dame. Also schneller voll ist die Toilette. Aber das ist minimal, weil dieses Papier zersetzt sich, ist also auch mit abbaubar und alles kein Problem. Sie hat uns das empfohlen. Das wird eigentlich ganz gerne genutzt und das werden wir jetzt im Urlaub auch mal probieren. Das kriegt man dazu, wenn man die Toilette bestellt und die Kosten, was hast du gesagt? 3,50 Euro Stück oder so. Also 50 Stück? Ja. 50 Stück, 3,50 Euro oder so. Ja. Ihr könnt mir vorstellen, dass das also eine saubere Geschichte ist. Womit wir gleich zum zweiten Thema kommen. Also ich habe den Fehler gemacht. Ich habe jetzt mit dem Gespräch mit der Dame von Airhead festgestellt, also ich habe ja immer versucht, mich so weit wie vorne hinzusetzen, damit ich dann ja diese Öffnung da treffe und die Vertiefung, dass das da reingeht. Weil mir ist das nicht gelungen, nur in diese beiden Öffnungen dort rein zu Pipi machen, Polan, wie auch immer. Und da hat die Dame gesagt, da von Airhead, bloß nicht so machen, ganz normal wie zu Hause auf die Toilette setzen, sich völlig entspannen und einfach losmachen, hat sie gesagt. Nicht überlegen, wie am besten jetzt, sondern ganz normal wie zu Hause. Nämlich diese Klappe, die ja leicht schräg nach vorne geht und wo ich mich immer gewundert habe, dass da so am vorderen Rand ein Spalt ist, wo ich gedacht habe, die ist gar nicht richtig dicht. Das hat auch seinen Zweck, warum das so ist. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, also ich hatte folgendes Problem. Und zwar diese Klappe, die hier ist, die man auf und zu machen kann. Die geht so ein bisschen nach unten.
Und hier in dieser Rinne, da sammelt sich dann auch etwas Urin. Und da habe ich dann immer putzen müssen. Und das hat mir irgendwie nicht eingeleuchtet. Habe gedacht, das ist aber echt irgendwie ungünstig gemacht. Ja, aber das ist so, dass dieser Urin, der sich hier drin sammelt, in den Urintank fließt. Da ist also eine Öffnung und der fließt dort rein. Das heißt, man kann sich wirklich ganz optimal hier draufsetzen. Man muss also nicht mit dem Popo nach vorne rutschen, um ja die beiden Löcher zu treffen, sondern man kann ganz entspannt hier oben sitzen und hinpullern, wo man will. Der Urin fließt dann trotzdem, auch wenn er hier drauf kommt, fließt der halt praktisch trotzdem in den Urintank rein. Und das wusste ich halt einfach nicht, ne? Ja, also von daher, das war schon mal gut, dass wir da nochmal angerufen haben und die Informationen bekommen haben. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal gerade hier das mit diesem Papier. Das kann man halt einfach dann hier drauflegen. Ja, und dann kann man halt hier so sein Geschäft verrichten. Und dann plumpst das halt mit dem Papier rein. Und ist eigentlich eine saubere Geschichte. Also ich denke, dass das gut ist. Wir werden das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann wollte ich euch noch zeigen, weil jemand gesagt hat, immer schön den Pipi-Tank ausleeren, vor allen Dingen abends vorm Schlafen gehen, weil sonst gibt es eine Überraschung. Also er meinte, das wäre schon mal übergelaufen. Wir haben hier so ein Fenster. Und hier kann man halt sehen, wenn der Tank voll ist. Von daher kann das eigentlich nicht passieren. Man muss halt immer mal aufs Fenster achten. Wenn es da ankommt, dann ist es wirklich Zeit zu entleeren. Aber ansonsten braucht man da keine Bedenken haben. Ja, das waren nochmal so die wichtigsten Sachen. Den Metallknopf, den hatten wir ja euch schon mal gezeigt, dass wir uns da so einen Magnetknopf rangemacht haben und der hält wirklich super. Das kann man sogar während der Fahrt offen lassen, da kippt nichts runter. Das war eine super Idee von Michael, also alles gut. Ja, und jetzt geht's mit dem anderen Video weiter. Das Einzige, was dann halt mal ist, dass ein paar Tröpfchen dann am Rand bleiben. Dann muss man halt mal mit dem Toilettenpapier ein bisschen drüber gehen und das war's. Ja, also ich habe auch ohne dem Papier bin ich gut klargekommen. Also es war nicht viel Versputzung gewesen. Es ist mal passiert, aber es war wirklich nicht viel. Also auch das geht ohne das Papier, kann man das handhaben. Das ist kein Problem. Am Anfang hatte ich ein bisschen Geruch. Da wusste ich nicht, was das ist. Und ich glaube einfach, dass das am Anfang ist. Wir haben das aufgegossen. Das sind übrigens diese Humusziegel. Ist das auch Kokos? Ja. Okay. Ja, also das sind diese Ziegel, so groß sind die, die gehen dann auf. Das zeigen wir euch auch nochmal. Und ich habe das nicht gekurbelt. Also wir haben das einfach einmal kurz durchgekurbelt und dann, wo ich losgefahren bin, habe ich das vorher nicht mehr gekurbelt. Und was ganz wichtig ist, ist die Kurbelei. Also ihr müsst sehr viel kurbeln, oder was heißt ihr müsst? Man sollte relativ viel kurbeln, jeden Tag auch mal durchkurbeln. Selbst wenn man nicht das Geschäft verrichtet, sollte man kurbeln mal, damit sich das eben auflockert. Und ich denke, das lag daran, und dann hat das am Anfang so ein bisschen muffig gerochen, da habe ich so gedacht, was ist denn jetzt los? Und aber das ist dann total weg gewesen. Es riecht wirklich überhaupt nicht, wenn ihr die Klappe aufmacht, da kommt kein Geruch raus. Ich hatte jetzt die ganze Zeit offen gelassen, damit das trocknen kann da drinnen und du riechst hier gar nichts. Wirklich kein Geruch, ihr braucht wirklich kein Wasser, gar nichts. Das Einzige, was ihr braucht, ist halt entweder ein bisschen mit verdünnt Essigsäure oder Zitronensäure, wo ihr das 1:10 soll man das verdünnen und dann halt ab und an mal eben auswischt. Also ich mache es immer danach, wische ich es aus. Ne? Aber das ist auch alles. Wir trennen natürlich auch das Toilettenpapier, das haben wir aber vorher bei der Tedford auch schon gemacht. Ne? Da haben wir auch kein Toilettenpapier reingeschmissen. Also ich fand das immer super eklig, wenn man irgendwo ist und dann manchmal sind so Gullis, wo man das entleert und dann hängen diese vollgemachten Toilettenpapierrollen da. Das fand ich immer eklig. Also wir haben das immer extra entsorgt und wir haben da so eine Tüte zu hängen. Wir haben auch nicht so ein kleines Mülleimerchen, weil das wäre für mich persönlich nicht ausreichend. Das könnte ich permanent leeren, sondern wir haben einfach eine Tüte, da kommt es rein und dann wird die einmal am Tag geleert und fertig aus. Also es klappt wunderbar. Im Internet gab es ein Video von einem Pärchen, die bauen eine Tedford-Toilette um als Trockentrenntoilette. Die haben sich da Gedanken dazu gemacht, um nicht einen neuen Einbau machen zu müssen von einer neuen Toilette und so weiter und so fort.
Ich kann mir es, wenn ich ganz ehrlich bin, insofern nicht richtig vorstellen. Der Gedankengang ist sicherlich gut. Dann kann man sich halt so einen Umbau halt natürlich sparen. Aber es ist ohne Kurbel. Und ohne Kurbel, also er sagte dann, die Schüttelei von der Fahrerei, das reicht. Nee, das würde ich mal so behaupten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht kommt irre ich an, mich. Wo du fährst. Ja, musst du Holperstraßen fahren. Die oder Autobahn wie. Ist... Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja auch egal, mit wem ich jetzt darüber gesprochen habe. Ist ja keiner von denen, die eine Trockentrenntoilette haben, können sich das so richtig vorstellen. Also, aber vielleicht funktioniert es ja auch. Also ich will da nichts irgendwas Negatives sagen. Aber da bin ich echt gespannt drauf, wenn das wirklich in Serie geht, ob sich das, ja, wie die Erfahrungswerte von den Leuten sind und was berichtet wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es genossen, weil ich habe mich dann gefreut, wenn dann die anderen losgezogen sind mit ihrem Wägelchen und ich brauchte nicht. Fand es gut. Also Urintank, doch, da gibt es noch eine Kleinigkeit zu sagen. Also der Urintank hat bei mir in 2 Tagen war so ein Drittel, zwischen ein Drittel und die Hälfte voll. Und deswegen denke ich mal so, also wir zu zweit werden so 2 bis 3 Tage auskommen. Michael wird dann ab und an mal rausgeschickt in der Natur. Ja. Oh, in Lappland im Winter. Mhm. Ja, also ich denke mal so 2, 3 Tage und dann muss man das lernen. Ich würde es aber auch ehrlich gesagt nicht so viel länger drinnen lassen, weil... Also vor allen Dingen nicht im Sommer, das glaube ich, fängt dann schon an, auch ein bisschen zu riechen. Also egal, wo eine Gelegenheit war, wo ich gewesen bin, habe ich das Ding halt einfach geleert und fertig aus. Und so werden wir es auch im Urlaubland haben, wenn wir Toiletten irgendwo sehen, öffentliche oder wie auch immer. Und dann wird das Ding einfach, egal ob es voll ist oder nicht, geleert. Nee. Und das ist das, also das hat... Da findest du immer irgendwo was, wo du das Ding leeren kannst. Das ist ja alles keine Chemie. Oder? Nein, du kannst ja auch irgendwo, wenn du einkaufen gehst und im Einkaufszentrum sind Toiletten, da kannst du ja auch eingehen und kannst es reinschütten. Dann machst du es im Beutel rein, da siehst du keiner und fertig aus. Gehst du auf die Toilette und schüttest es raus. Das hängt am Männchen dabei. Das Einzige, was so ein bisschen mich stört, ist, dass der Urinstein halt sich sehr schnell absetzt da in dem Behälter. Und ja, da habe ich jetzt gefragt, also da wurde uns gesagt, wir sollen einfach mal ein bisschen Sand reinmachen. Sand und ein bisschen Wasser und das schön durchschütteln immer wieder und dann wieder ausschütten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil das halt praktisch wie so ein bisschen Sandpapier dann halt ist. Und ja, ich habe da nur Bedenken, falls das Plastik dann aufraut, machst du es schlimmer. Dann wird es immer schlimmer, ja. Ja, ansonsten, also was anderes gibt es nicht, dann muss es so bleiben. Nee. Und dann geht es nur mit dieser Zitronensäure oder mit dieser Essiggeschichte, das sauber zu machen. Muss man dann halt mal länger einziehen lassen über Nacht und dann anders. Wird sich nicht vermeiden lassen, dass sich das ansetzt. Das ist viele sehen es halt nicht, weil auch die Behälter dunkel sind. Da siehst du es halt sehr schnell, weil der Behälter hell ist. Nee. Jetzt kommt deine Sache. Was kommt denn? Na, du wolltest was nochmal zu dem Tesa da sagen. Ach so, die Isolierung von den Heizungsrohren. Ich hatte ja schon beim Piccolino mit demselben Band Rohre isoliert und das ging einwandfrei. Kein Problem. Und auch hier bei dem habe ich unter dem Bett auch schon isoliert und das ist auch kein Problem. Hier direkt an diesem Heizungsauslass hat jetzt das Band zum Teil nicht gehalten, aber ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Und zwar musst du dieses Band, der Kleber muss auch erst mal trocknen. Das heißt, ich habe das drum gemacht und habe dann mal voll das Rohr geheizt, um zu gucken, ob das was bringt. Und dadurch, glaube ich, ist der Kleber, hat er dann versagt und hält diese Dinge nicht. Ich habe mir noch mal neues Band bestellt, weil ich gedacht habe, es liegt an dem Band. Aber ich werde das jetzt noch mal drum machen, das andere. Ich werde das dann mal mindestens einen Tag lang in Ruhe lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Rohre extrem heiß werden. Und im Gegensatz zu dem, was dann weiter weg ist, die direkt hier von der Heizung kommt, sind extrem heiß. Und ich denke mal, das war der ganze Fehler, dass ich das Ding nicht habe mal einen Tag stehen lassen, bevor ich hier mal volle Granate geheizt habe. Aber das werden wir sehen. Ich denke, das wird klappen. Ja.
So, das sind auch unsere neuen Errungenschaften. Ein neuer Trinkwasserschlauch und ich bin ganz froh über den Schlauch. Ich hatte ja jetzt erst Bedenken und ich habe ja dem anderen Schlauch so nachgetrauert, aber der ist auch echt leicht. Ganz, ganz leicht und der verkrumpelt sich auch überhaupt nicht. Nein. Wir haben allerdings jetzt nur wirklich 5 Meter genommen. Ja, das muss reichen. Ja, also, na gut, also bei dem könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man sogar noch 2 Meter länger nehmen könnte, weil der ist wirklich, der nimmt nicht so viel Platz weg, der ist wirklich, der ist echt gut, der ist wirklich ganz leicht und man verheddert sich nicht und nichts. Wir verlinken das unten mal, den Schlauch auch, wo wir das gekauft haben. Und der war auch nicht so ganz billig, da hat die 5 Meter haben jetzt gekostet 35 Euro. Ja, 30 oder so. Euro, ne? Ja. Also das ist ein richtiger guter Trinkwasserschlauch. Ja. Habe ich da gefunden im Internet und der ist einwandfrei. Wir schreiben euch das unten drunter unter das Video oder verlinken wir das. Ne? Das ist übrigens keine Werbung. Wir haben das alles, was hier ist, offiziell gekauft. Egal, was wir euch zeigen, ist gekauft. So, und da das ist... Das ist mit dem Anschluss an dem Schlauch, das ist nicht so einfach. Also wer sich so einen Schlauch holt, der ist relativ dick. Und dann dieser Gardena-Anschluss. Ja, die haben ja auch passende Anschlüsse dazu, ne? Ja, aber die hast du doch nirgendwo, diese Kupplung. Ach so. Die gibt's nirgendwo. Du hast immer das Ding. Ach so. Das bringt dich nicht weiter, diese Schlauchkupplung. Okay, na, das ist blöd, ja. Und also am besten ist es natürlich mit diesem Gardena-Anschluss. Dann kannst du hier deinen normalen Schraubanschluss draufstecken und. Nur der Schlauch ist sehr dick, wenn du das jetzt hier rein, du kriegst diesen Schlauch hier rein in diese Klammer da hinten drin, aber dann will diese Kappe hier, die will dann nicht mehr greifen am Gewinde, weil das zu dick ist. Also, aber es geht. Mit ein bisschen Kraftanstrengung kriegt man es dann doch drauf. Ich habe schon gedacht, es geht gar nicht, aber ich habe es drauf gekriegt. Also es ist machbar. Ab und an braucht man Männer. Wenn es dafür ist. Ab und an braucht man Männer, ich hätte es nicht drauf gekriegt. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und dann haben wir noch, wir haben eine Leiter gefunden, Leute. Wir haben echt tatsächlich eine Leiter gefunden und auch jemand hatte uns, glaube ich, sogar diese Firma geschrieben, meine ich. Und ja, kannst du ja mal auspacken. Die ist jetzt 2 Meter hoch. Jemand hat uns auch geschrieben, dass 2 Meter reichen würden. Michael hat Zweifel erst gehabt, aber man schrieb uns, 2 Meter reichen. Die ist 5 Kilo, kommt in der Tasche. Und ja, also die ist, finde ich, gut. Ne? Die ja, kann man also wirklich nehmen. Weil die andere, die wir hatten, da waren die hier unten doppelt so dick weit gewesen, die Füße. Und die waren noch 3 Kilo schwerer gewesen. Und 5 Kilo, das kann man... Ja, die war ja auch 2,80 Meter. Ja, die war zu groß. Aber die ist jetzt, die kriegt man unter, ne? Ja, müssen wir. Ja, nee, das klappt auch. Ja, also das haben wir auch gucken, dass er uns das Auto nicht kaputt macht, wenn wir so dran lehnen. Irgendeine Decke dazwischen noch machen. Ja, naja, da musst du aber auch aufpassen, dass du da nicht wegrutscht mit einer Decke. Das ist auch nicht so. Ja, rutschen tust du unten. So. Ja, jetzt gibt's noch die Entleerung. Ja. Bei dem Ding können. Und dann war es das. Und dann laufen langsam die Vorbereitungen für den Norden an. Mal gucken, ob ich noch mal ein Wochenende wegfahren kann. Ich weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall laufen dann die Vorbereitungen für die Nordtour an. Dann werde ich alles einräumen langsam. Ich zeige euch dann auch noch mal hinten mit unserem schönen Auszugssystem. Dass das einwandfrei ist, also das genieße ich zum Beispiel auch, das ist, oh, ist einfach schön, ne? Ja. Es ist etwas, was einfach, darauf möchten wir überhaupt nicht mehr verzichten, auf dieses Auszugssystem. Nee. Es ist Ordnung da hinten drin, ist immer noch, dass man noch rechts und links viel noch teilweise ja. zu stehen haben, es geht halt nicht anders mehr gerade. Können wir, gewichtstechnisch sind wir so am Limit, mehr geht eh nicht. Mehr geht eh nicht, nee, wir müssen sowieso sehen, dass wir gucken, wie wir das handeln, ne?
Aber das ist eine ganz tolle Sache und es ist System drin, es ist Ordnung drin. Ich fand das jetzt toll, wo ich unterwegs war. Also alles ist an seiner Stelle und klappt auch wunderbar mit dem Ausziehen und Verankern, dass es fest bleibt. Und also das war wirklich eine gute Investition gewesen. Ja. Also das können wir euch wirklich nur empfehlen. Wer kein Stauraumsystem hat, wirklich, das ist eine echt gute Sache, eine große Unterstützung. Mhm. Herzlich willkommen nochmal, liebe Videofreunde. Der wichtigste Teil kommt jetzt, die Entleerung einer Trockentrenntoilette. Und gleichzeitig zeigen wir euch das mit dem Ziegel, wie wir das so machen. Na? Ja, ich will mal was probieren, mal gucken, ob das klappt. So, dann legen wir mal los. Mhm. So, ich versuche mal den Ziegel erstmal ein bisschen zu verkleinern, bevor ich das Wasser drauf kippe, damit das nachher schneller geht. Ich weiß nicht, ob es klappt, mal gucken mal. Riecht noch gar nichts. Nicht. So, also wir hatten jetzt die ganze Zeit die Toilette hier offen. Riecht gar nichts. Und man riecht überhaupt nichts. Nichts, gar nichts, gar nichts, ne. So, jetzt werden wir das mal das Ding abbauen, ne? Super, ja. Dreh nochmal. Schön kurbeln. Bevor wir losfahren, haben wir wenig Zeit und dann ist das erledigt. Ja. Box. So, bin ich einmal komplett raus. Was hast du jetzt gemacht? Nur den Sitz abgemacht. Einfach die Schrauben nur gelöst, ne? Jo. Die vier Schrauben gelöst und da genau. Sieht auch nichts irgendwie unappetitlich aus oder so. Alles gut. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Kannst du mal durchkurbeln, damit man mal sieht. Kommst du daran, dass ich das von oben halte? Also ihr seht, das ist wirklich einfach nur Humus. Erde, mehr ja. Nicht. Also alle Inhalte und da war ein bisschen was drin, das kann ich euch sagen. Das ist weg. Ja. Ich will jetzt nochmal meine Nase ranhalten. Es riecht wie frische Erde. Ja. Wie richtig gut sogar riecht es. Wie frische Erde. Das kann man auch im Garten verwenden. Ja. Komm. Ja, sauber. Ja. Haben wir frei. Haben wir gut gelüftet. Ja, haben wir frei. So. Das war's. Wenn jemand Interesse hat, melden. Ja, das war die ganze Geschichte. Das kann jetzt wieder rein. Man soll das also nicht groß sauber machen. Nein. Man soll es so lassen und kann euch mal zeigen. Also es ist richtig gut leer geworden. Und wir haben gut gelüftet. Das ist ein Zeichen, dass gut gelüftet worden ist. Ja. Ist richtig schön leer. Also ist nichts, klebt nichts dran und gar nichts. Einmal frei. Kann die nächste Fuhre rein. Ja, also das ist eine saubere Sache, das muss man einfach mal sagen. Ja. Bin ich jetzt doch ganz beeindruckt von. Ich hatte so auch ein bisschen meine Zweifel, aber das ist ja super. Das war's. So. Kein Gestank mehr. Nix. Herrlich. Kein Gestank, kein Wasser, nee. Keine Gülle wegbringen, nee. Nicht über irgendeinem scheiß Gullideckel stehen, wo die ganzen dreckigen, teilweise noch die Würste drinnen liegen. Die Bolzen von der Bolzen. Das dreckige Klopapier liegt da. Nee, also das ist doch eine saubere Sache. Ja. Hallo? Also. Das war das Geld hoffentlich wert, ja. So, jetzt haben wir nur einen.
So, hier kippe ich jetzt mein Wasser drüber, kochendes oder heißes, weil dann geht es schneller als mit kaltem. Dann gucken wir mal. Pass auf, das ist frisch gekocht, ne? Ja. Geht auch im Hefekuchen hier. Ja, guck mal her. Also das mit dem Zerkleinern ist eine gute Idee. So, hier könnt ihr nochmal diese dampfende Masse sehen. So sieht das also aus. Also das ist jetzt das Ergebnis. Nach, wie lange war das jetzt da drin? 20 Minuten habe ich es gelassen, weil ich habe drinnen nochmal nach der Isolierung geguckt in der Zeit. Und das hat sich durch das vorherige Zerkleinern super aufgelöst. Und da haben wir jetzt auch 1,5 Liter Wasser gereicht. Und nicht das letzte Mal habe ich so 2,5-3 Liter Wasser gebraucht, um aus dem soliden Klotz so eine Masse zu machen. Und ja, das riecht jetzt so ein bisschen nach Erde, aber das war's. Das war wahrscheinlich das Problem, das war das erste Mal wesentlich feuchter. Mhm. Und dann hat es ja die ersten 2-3 Tage so ein bisschen komisch gerochen. Da habe ich schon gedacht, das wird ja wohl jetzt nicht irgendwie Dauerzustand sein. Und dann war das ja total weg gewesen. Und jetzt riecht es auch nicht so wie das erste Mal. Das erste Mal hat stärker gerochen. Also ich denke, das lag daran. Und ihr seht, also das ist schon eine ganz schöne Menge, so ein Klotz. Ja. Ne? Wenn der aufgeht, da ist schon ein bisschen... Also Inhalt das Ding drin. Ist halb voll jetzt, wenn ich das da reinkippe. Ja, kannst du mal reinkippen, dann sieht man ja, das. Ja, hier unten. So. Ja. Also, würde ich mal sagen, halb voll. So sieht das aus dann. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Menge, von daher. Also nicht erschrecken. Ja, genau. Aber es wird auch nicht so viel mehr. Das zersetzt sich dann. Ich habe erst gedacht, oh je, na, da wird's ja, ist ja ruckzuck alles voll, aber das zersetzt sich total und ihr habt es ja vorhin gesehen, so viel mehr war es auch nicht. So, okay. Jetzt bauen wir das wieder ein. Ja. Bleibst du mal kurz hier. Das war's von unserem Fazit, von der Trockentrenntoilette, wie ihr seht. Also es ist alles okay und wir sind sehr zufrieden, besser als gedacht, ne? Ja. Feine Sache. Das war's und bis bald. Jo. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.